Eine so ausgeklügelte Art und Weise, dass es nicht aufzuspüren ist. Er ist nicht organisch, verfügt aber über eine Molekularstruktur, die ebenso komplex ist wie die eines Organismus. Er hat eine komplizierte Matrix entwickelt, die ihn hart und zugleich überraschend dehnbar macht. Eine auf diesem Kristall basierende Legierung würde über eine beeindruckende Schadensresistenz verfügen. Die Struktur der Matrix deutet darüber hinaus auf eine Art Energiespeichersystem hin. Auch das könnte Potenzial für uns haben. Die Protoss sind uns dermaßen weit voraus. Wir müssen denen wie Einzeller erscheinen. So, wollen wir uns jetzt mal den Kristall angucken, was da ist. Raynor, die Bluthunde der Leere nahen. Ich übertrage meine. Gut, das lassen wir erstmal. Das ist nämlich eine Mission, die ich jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht machen möchte. Oder jetzt noch nicht. Wir werden also uns erstmal wieder auf die Schiffsmesse begeben und weiter mit Tychus reden. Tosh hat uns was zu sagen und die Nachrichten. Womit fangen wir an? Mit Tosh, mit dem haben wir schon lange nicht mehr geredet. Hattest du Besuch? Vielleicht irgendwelche besonderen Gäste? Keine Ahnung, wovon du sprichst, Tosh. Oh, ich glaube, du weißt genau, wovon ich spreche. James Raynor. Irgendwas war gerade auf diesem Schiff. Ich kann es an dir riechen. Protoss. Interessant. Was immer du zu wissen glaubst, behalt's für dich. Wenn du das nicht hinkriegst, kannst du die Luftschleuse von draußen betrachten. Das sind klare Worte von Rayner. Ah, wir haben auch neue Söldner. Na, da wollen wir auch erstmal gucken. Siegebreakers. Die sehen richtig geil aus. Zwei Elite-Belagerungspanzer. Plus 33 Trefferpunkte, plus 66 Schaden. Söldnerquartier, bla bla bla. Eine kleine Elite-Truppe von ehemaligen Panzerpiloten der Liga. Sie behaupten, dass sie all ihre Probleme mit einem einzigen Schuss aus ihrer aufgemotzten Kanonen lösen können. Ja, die finde ich geil. Die heuern wir auf alle Fälle auch an. Gut, schließen, damit der Krach aufhört. Was sagt denn eigentlich jeder Vogel? Hier bist du genau richtig. Ja. Ja, mich interessieren jetzt erstmal wieder die Nachrichten, was es Neues wieder über uns zu reden gibt. Hier ist Donny Vermillion, live für UNN. Heute Abend im Programm die Zerg-Invasion. Der Schlachtverlauf bisher. Die Terranische Liga hält der Aggression der Zerg unbeugsam stand. Die Produktion wurde in allen Bereichen gesteigert. Die Anzahl der aus dem Strafvollzugssystem eingezogenen Soldaten ist angestiegen und die Space Marines sind bereit, sich in den Kampf zu stürzen. Die Zerg werden nicht wissen, wie ihnen geschieht. Donny, gab es Verlautbarungen, wann mit einem Gegenangriff auf die Zerg gerechnet werden kann? Kate, wenn ich dazu Stellung beziehen würde, würde ich wichtige militärische Geheimnisse preisgeben. Glauben Sie etwa, die Zerg verfolgen unser Programm? Ich weiß, dass sie es tun, Kate. Ich weiß es. Tja, wir machen die Nachrichten, Leute. Das war Kate Lockwell für UNN. Ja. Dann wollen wir mal mit Tychus reden, was er wieder hat. Jetzt haben wir schon drei von diesen Artefakten auf meinem Schiff. Wann liefern wir die verdammten Dinger endlich ab? Wir haben im Moment alle Hände voll zu tun. Die Zerg sind auf dem Weg nach Tyrador zum Möbius-Hauptforschungszentrum. Ich glaube, von denen werden wir nichts mehr hören, bis sie sich irgendwo in Sicherheit gebracht haben. Na klasse. Wenn sie es überhaupt überleben. Was machen wir denn, wenn sie sterben? Dann haben wir die Teile bei uns. Super. Gucken wir mal ins Arsenal. Ob sich da jetzt... Ah, wir haben endlich was Neues drinstehen. Belagerungspanzer.
Also so in groß sehen die richtig geil aus. Das finde ich, sind mit meine Lieblingsfahrzeuge in dem Spiel. Gefallen mir sehr, sehr gut. So, Belagerungspanzer. Gepanzerte Unterstützung, mobile Artillerie. Der Kukyo, hoffe ich zumindest, dass man das so ausspricht, bewaffnet mit 90mm Zwillingskanonen, ist eine teure Weiterentwicklung des ursprünglichen Arklid-Belagerungspanzer. Die 180mm Schockkanone für den Belagerungspanzer verteilt. Die 180mm Schockkanone für den Belagerungspanzer verteilt ultrahoch erhitztes Wolfram in einem Umkreis wahrscheinlich. Warum geht es jetzt hier nicht weiter? Das ist jetzt blöd. Naja. Die Liga-Infanterie ist einhellig der Meinung, dass Kukyo-Kommandeure mehr Schaden an den eigenen Truppen anrichten als am Feind. Entsprechend bleiben Kukyo-Besatzungen während ihres Fronturlaubes. Boah, das mit dem Lesen ist gerade voll scheiße. Ihres Fronturlaubs lieber zusammen. Also, das ist, wenn ich was falsch ausspreche, hier so wie Kukyo oder Arklid oder Arslid. Ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird. Tut mir leid. Nimmt's mir nicht böse. Wendell Slovens, einer der ersten Kukyo-Kommandeure, hat ein ausgefeiltes Soundsystem in seinen Schlitten eingebaut. Sergeant Slovens wurde eines Tages von der Truppe abgeschnitten und umstellt, weil er den Befehl zum Rückzug nicht gehört hatte. Das ist natürlich dämlich. Baut sich ein riesen Soundsystem ein und hört dann nicht den Rückzug. Kukyo Belagerungspanzer, oder? Spawn will uns mal wieder was sagen. Mit den Belagerungspanzern fahren wir jetzt richtig schweres Gerät auf. Ach ja, das beruhigende Donnern schwerer Geschütze. Naja, wenigstens solange sie auf unserer Seite sind. Außerdem ist die Standardkanone der neuen Panzer jetzt effektiver. Zusätzlich dazu sind sie stärker gepanzert. Hauptsache, sie haben im Belagerungsmodus noch immer die gleiche Reichweite. Der Rest ist egal. Mit Bunkern und Belagerungspanzern können wir die Stellung gegen so ziemlich alles halten. Da hat er recht. Wollen wir mal gucken, was es für die Belagerungspanzer so an Aufrüstmaterial gibt. Und wir können unsere WBFs aufrüsten. Dual-Fusion-Schweißbrenner. WBS reparieren doppelt so schnell. Fortgeschrittenes Bauen. Mehrere WBFs können simultan an einem Gebäude bauen, wodurch sich die Baugeschwindigkeit drastisch erhöht. Ja. Ja, ist natürlich praktisch. WBS reparieren doppelt so schnell. Ist natürlich noch praktischer, aber erstmal gucken, was wir hier für die Belagerungspanzer holen können. Maelstrom-Geschosse. Erhöht Schaden von Belagerungspanzern am Hauptziel um plus 40 Flächenschaden. Bleibt unverändert. Kontrollierte Detonation. Die Schockkanone richtet 75% weniger Schaden bei verbündeten Einheiten. Ja, das ist nicht so schlimm. Mir gefällt eigentlich nur das. Kaufen wir uns das. Und ja, brauchen wir erstmal gar nichts von. Ach so, und hier nochmal drauf zurückkommen, wir treffen uns eigentlich mal dieses Scroogio. Kann es auch Siege heißen? Vielleicht spricht man das auch Siege aus. Siege Tank nennt man die auch. Naja. Ist ja auch nicht so wichtig. Wenn ich das mal falsch ausspreche, tut mir leid. Ansonsten gehen wir mal jetzt auf die Brücke gucken. Horner will mit uns reden. Du wirst es nicht glauben, aber ich habe gerade Ceratul auf dem Schiff gesehen.
Wie viel haben Sie denn heute Nacht getrunken, Sir? Er war da, Matt. Und er war verletzt. Vor irgendwas auf der Flucht. Wo ist er jetzt, Sir? Keine Ahnung. Aber er ist nicht mehr auf dem Schiff. Er hat mir einen Ihan-Erinnerungskristall gegeben und wollte unbedingt, dass ich ihn mir ansehe. Er will wohl, dass ich sehe, was er gesehen hat. Ja. Ja, aber das war es jetzt auch erstmal wieder von Let's Play StarCraft 2. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Meine Aussprachefehler jetzt gerade waren nicht so schlimm. Man kann ja nicht alles wissen. Oder schickt mir eine Videoantwort irgendwie, wo ihr das richtig aussprecht. Würde mir sehr helfen, da ich das dann beim nächsten Mal richtig sagen kann. Aber ansonsten mache ich jetzt hier erstmal Schluss. Das war eine lange Reihe, die ich jetzt gespielt habe. Und da habe ich erstmal wieder genug zum Hochladen für euch. Hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play StarCraft 2 Wings of Liberty. Und wenn wir mit den nächsten Missionen weitermachen. Bis dahin, ciao.